Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zur diesmal wahrscheinlich wirklich finalen Folge Night of the Dead. Mit dabei natürlich der Yogi. Hello, Krian. So, die haben jetzt alle niedergemetzelt. Es war doch anstrengender als vermutet, weil es doch mehr Zombies waren als angenommen. Wenn ich ehrlich bin. Aber die Musik läuft noch, oder? Ja, die läuft noch. Es ist wieder die nächste Horde kommen. Sollen wir jetzt ins Gebäude reingehen oder sagst du eher nein? Ich habe noch 27 Pfeile, also rein da. 54. Ich kann dir davon ein bisschen was geben. Denk dran. Da kommen sie. Oh je. Scheiße. Das Gute ist, der Exploder kann nicht über die Ding gehen. Oh shit. Ja, dafür aber einige andere von denen. Ich glaube, wir haben das ein wenig unterschätzt? Nein, ja. Wie kommst du denn darauf? Ich habe ja noch 150 Schuss, Krian. Wir bräuchten jetzt eigentlich wirklich Fallen. Das Problem ist, dass wir für alle Fallen... Ich glaube, ich bin tot. Ja. Belieben. Ach, hier daheim ist es so ruhig. Hier sind nur ein paar Bäume. Ich mache mal die Tür schon mal zu. Gelaufen, richtig? Hä? Wir sind Richtung Osten gelaufen. Um ins Ziel, zum Ding zu kommen. Das heißt, ich muss, um zu dir zu kommen, nach Westen laufen. Das ist korrekt. Also. Dann würde ich sagen, lade mal draußen die Fallen, mach die mal bereit. Mach von mir aus noch irgendwie in die Entfernung einen Flammenwerfer hin. Ich bringe die einfach alle zu uns. Ja. Weil ich deutlich schneller renne als die, ist das kein Problem. Eben. Problem wird nur die Berge sein. Wir sind einige Berge runtergegangen. Hol mir jetzt Material für einen Flammenwerfer und dann komme ich dir entgegen. Oder das. Muss jetzt nur gucken, was ich brauche. Wo ist der Flammenwerfer? Eventuell an die Munition kann man keine craften, gell? Also zumindest nicht wie. Ich wüsste nicht wie. Okay, hier geht's bergab. Da muss man aufpassen. Oh, ich hoffe, wir haben davon noch was übrig gelassen hier. Was denn? Ja, von Eisen und Kupfer und so. Ja, Eisen und Kupfer müssen noch da sein. Aber ich glaube, du kannst tatsächlich das Ding einfach bei uns hinstellen und brauchst mir gar nicht mehr entgegenkommen, weil ich glaube, ich bin eher bei dir, als dass du zu mir kommst. Das kann sein. So, kann ich ein Zahnrad craften? Warum kann ich das nicht? Herstellung fehlgeschlagen? Kann es sein, dass ich alle meine Technikkeiten... Nee, die kann ich doch noch. Ich hab da nur den Doktor verloren. Hä? Sind das jetzt wie Raptoren und sie wollen mich umzingeln, oder? Also mich haben sie so umzingelt gehabt, dass ich nicht mehr rausstechen konnte. Achso, ich bräuchte Äste. Ich habe aber keine Äste. Ja. Ich nirgendwo mehr Äste. Also wird es wahrscheinlich doch nicht die letzte Episode sein, es sei denn, wir kriegen die Horde jetzt schnell getötet. Was ist das denn hier? Bin ich falsch gelaufen? Oh shit, ich muss ja noch straight Richtung Süden. Ich habe vergessen, dass wir nach Norden gegangen sind. Ihr müsst auf jeden Fall auch... Hat man ja bestimmt irgendeine Waffe, mit der ich hier Bäume fällen kann. Die Motorsäge? Ja, zum Beispiel. Sprit. Haben wir auch. Wirklich komplett vergessen, dass wir ja noch Richtung Norden gegangen sind. Ich habe mich gerade gewundert, warum hier alles so neu ist. Ich kenne die Welt hier gar nicht. Also die Map ist schon relativ groß. Wir haben echt wenig gesehen. Ja gut, wir mussten ja aber auch nicht. Also wir hatten nicht das Problem, dass uns lootmäßig irgendwas nicht, also dass wir was brauchten. Und die Story hat uns auch in der Stadt bewegt hier vor unserer Haustür. Also kann natürlich sein, dass es unlucky ist, weil prozedural generiert. Aber
Glaube ich jetzt nicht, weil das waren ja alles Gebäude, die immer in der Stadt stehen werden und nicht irgendwie außerhalb. Aber es würde ja keinen Sinn machen, das, den U-Bahn-Tunnel außerhalb der Stadt zu haben. Ja gut, aber hier oben ist auch eine Stadt, wo ich bin. Okay. Und hier ist auch eine U-Bahn. Okay. Und das ist definitiv klar, also ich bin mir sehr sicher, dass das eine ist, wo wir noch nicht waren, oder? Nö, wahrscheinlich nicht, also. Ich kann jetzt halt auch nicht auf die Map gucken. Wobei, hier ist auch ein Krankenhaus. Vielleicht bist du schon in der Stadt. Ich sehe dich nicht auf der Map, oder? Das war hier. Nee. Nee, ich glaube nicht. Aber hier ist noch sehr viel ungelootet. Ja, doch, das ist, glaube ich, dieselbe Stadt. Hm. Ist aber so, ich wüsste jetzt auch nicht, wo noch eine große Stadt hinpassen soll, aber... Ja. Übrigens, die Horde nicht mehr hinter mir. Also die sind irgendwann... ich habe eine andere Horde inzwischen hinter mir. Okay. Aber die, die ich in der Stadt gefunden habe. Oder die mich gefunden hat, genauer gesagt. Ach, du hast eine neue Horde halt genommen. Ja. Ich so, glaube, was brauche ich denn? Bald abbiegen muss. Oder? Ich muss weiter. Das habe ich Kupferdraht. Plastik und Gummi, das sollten wir auch noch ein bisschen was da haben. Naja, definitiv. So, und jetzt. Seile und Eisendraht brauche ich noch. Das sollten wir auch da haben. Ja, Seile und Eisendraht dürfte ich herstellen können. Denkst du, du brauchst noch viel? Im Sinne von was viel? Entfernungstechnisch. Ich denke, nein, nein, ich bin nicht mehr so weit weg. Ich muss halt erst nur genau finden, wo genau unsere Base ist, weil das weiß ich so genau gar nicht. Ah doch, ich sehe sie schon. Okay. Ich bin nordöstlich. Ich komme jetzt gleich von Nordosten, werde ich den Berg hochgehen, dann straight Richtung Westen einschlagen, dann komme ich. Ich habe gerade das Licht gesehen, unserer Ding. Meine ich. Ich habe auch einen Exploder bei uns, bei mir. Okay. Aber ich glaube, der wird hier nicht hochkommen, weil ich einen Berg hochsteige. Ich bin bereit, den Wald abzufackeln, so ist es nicht. Das wäre halt eigentlich ganz gut, wenn man da noch auf der Map sehen würde, wo wer ist. Ja. Das finde ich bei Valheim ganz schön geregelt, da kann man das ein- und ausschalten, also dass andere Spieler dich sehen. Ich glaube, ich muss jetzt hier Richtung Westen gehen. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher. Also wenn es auf einmal heiß wird, ist der Flammenwerfer angegangen, dann bist du in der Nähe. Gut. Oh! Hast du ihn gefunden? Kommt noch hierher. Nein, ich hab die Zombies haben mich gefunden. Achso, ja, klar kommen die hinter dir her. Ja, aber ich dachte nicht, dass sie den steilen Berg hochkommen würden. Vor allem nicht so schnell. Weil ich immer wieder Pause machen. Oh, ich sehe dich, du musst nach rechts, du musst nach rechts. Nach rechts. Ah, oh, da, ja. Ich sehe da ein Männlein und dahinter lauter Männlein ist oben auf dem Berghügel. Oh, wir kommen von der falschen Seite. Scheiße, und ich kann die Fallen nicht abbauen. Oh oh. Das könnte schmerzhaft werden für uns Klienten. Nee, alles gut. Ich habe jetzt aktuell keine Zombies mehr hinter mir. Okay. Aber das heißt tatsächlich, man muss alle Zombies einer Horde umbringen, weil sie finden einen E. Ja, aber ich weiß nicht, wo die anderen sind. Also ich glaube, das sind wirklich Zombies, die ich jetzt erst in der Stadt aufgetaucht habe. Das heißt, wenn wir Pech haben, haben wir die durch diese Aktion jetzt... vor unseren Endpunkt gesetzt. Richtig. Cool. Ja, zumindest in die Nähe. Weil ich habe sie schon einige Zeit lang hinter mir hergezogen. Okay. Ja, ist ja auch kein Problem. Also, mein... Ja. So, ich bin jetzt da. Hi.
Wo ist der Flammenwerfer? 2 Stück. Wahrscheinlich. Auf der normalen Seite, ja, auf der Westseite. Machst du mir die Tür auf? Na klar. Kommst rein. Ja, ich warte mal einen Moment, bis der andere Typ auch noch... Holy shit! Oh, das ist ein Katapult. Da war ja was. Wir haben ja ein Katapult. So, ich warte mal, bis ich ausgebrannt bin. Ja, mach das mal. Ah, da kommen sie doch alle. Ich fand die Idee, dass wir da reingehen, gar nicht mal so blöd. Nur in der Umsetzung war es halt wirklich scheiße anscheinend. Ja, also ich denke, die Masse da am Ende, dann brauchst du halt echt richtig Damage. Ich meine, diese Anfangshorde, das haben wir, finde ich, gut gemacht. Pass auf dich, dass die Fallen Feuer fangen. Alter, wie er die einfach wegbrät. Aber das Gute ist, die rennen halt gefühlt auch gerade aktuell direkt auf ihn drauf. Ja, der macht ihm Schaden, die wollen hin. Ja, ich nehme den anderen den mal weg hier, weil der eine Zombie wollte es kaputt machen. Ja, ich würde dir helfen, aber ne. Ach ja. Der zweite Flammenwerfer greift auch ein. Hier auch mal nachladen. Ich glaube, ich habe die Horde doch hierher geführt. Ja, hast du. Also ich nehme mal an, dass die tatsächlich über die Map dir also folgen. Die machen unser Bolzenschussgerät kaputt. Die Schweine. Flammi, dem Flammenwerfer gefällt das gar nicht. Jetzt haben wir beide Flammenwerfer auf einen. Die haben gerade die Strahlen gekreuzt. Ja. Die haben den Baum... Gefällt. Ich hatte eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass du halt von der Westseite kommst und die schön in den Wald reinbrezeln und der Wald noch Feuer fängt und... Ach. Ich habe mir Chaos vorgestellt. Es war Chaos. Also ich fand das schon amüsant. Ja. Ich glaube, die andere sagt gerade ein bisschen... Hier liegen ein paar verkohlte Leichen rum. Ich gehe mir das mal angucken. Stimmt, wir sind schnell genug. Hi! Ja, es sind noch 2, 3 Vereinzelte. Ich glaube, das war's dann auch schon. Ich will raus, da kommt einer von denen durch in die Tür. Ja, der will rein. Jetzt sagst du, ich stehe hier schlecht. Jetzt ist er tot. Ja gut, dann würde ich sagen, straight wieder zurück, ne? Ja, ich will aber hier noch schnell looten, vielleicht in der Munition oder so dabei. Du rennst straight? Ja, okay, dann rennen wir straight. Ich muss zu meinem Zeug. Ich vermisse das. Ich fühle mich nackt, Krian. Ich hab nix. Hast du Sachen mitgenommen, um Pfeile zu machen? Ja, ich habe das komplette Eisenpulver einstecken. Perfekt. Also Pfeile sind nicht das Problem. Ich habe auch noch Munition tatsächlich. Also, ich hab nicht einstecken, aber halt. Wenn wir da sind, habe ich Munition. Ich habe auch wieder, ich habe noch 29. Also quasi ein Magazin. Ach ja. Machen wir jetzt eigentlich, dass wir straight Richtung Finish gehen? Also schon noch. Ja, also ich sehe jetzt keinen Grund darin, das Reparieren des Dings zu verzögern. Gut. Aber dann würde ich sagen, machen wir im Notfall jetzt einfach eine längere Folge, damit wir es jetzt wirklich heute die letzte Episode haben. Ja, das können wir ja machen. Weil sonst würde die nächste Episode vielleicht nur 5 Minuten lang werden und dann müsste man cutten und das ist doof. Ja, das ist doof. Das ist doof. Ja, weil also hier jetzt irgendwelche besonderen Bauten noch zu bauen, sehe ich keinen Sinn drin. Ich meine, wenn du mal einen dabei hast, kannst du gerne dann noch was hinstellen. Nee, ich konnte nicht mal noch eine Fallenmaschine machen, um jetzt hier auch irgendwo noch einen Flammenwerfer hinzustellen, weil ich kein Eisen mehr hatte.
Das dürfte alles in meinem Inventar sein, was hier hinten tot rumliegt. Ich meine, klar könnten wir jetzt sagen, wir erkunden die ganze Map, aber also ich glaube, wir haben alle Arten von Zombies gesehen. Wir haben ja alle, also ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass es hier noch irgend so ein krasses Gebäude gibt, wie, keine Ahnung, die Shotgun Factory bei Seven Days. Und auch die Gebäude, die wir gesehen haben, wie Gefängnis, Krankenhaus und Schule, die sind aktuell noch auf einem Stand, dass ich sagen würde, die sind sich ja alle doch relativ ähnlich. Ja gut, aber ist ja häufig der Fall. Genau, also ich habe nicht das Gefühl, dass wir was verpasst haben, das will ich damit sagen. Was es rechtfertigen würde, das Ende herauszuzögern. Wir haben aber nicht die Fleischfalle gemacht. Das ist korrekt. Das können wir ja machen, wenn wir irgendwann in das Spiel nochmal reingucken. Und die Falltür. Dann können wir ja krasse Fallen bauen. Ich meine, klar, kann und oh, hier ist ein Schwein kreieren. Hallo Schwein. Hallo. Das auch noch gesehen. Das sieht halt aus wie so ein Schwein. Ja. Ich meine, wir haben ein bisschen Kavum gemacht. Ja. Ich meine, was ich noch nicht probiert habe, und was ich auch nicht probieren kann, weil ich kein Benzin mehr einstecken habe. Warte mal, ich muss mal so ein Auto looten. Würde gerne interessieren, ob ich mit der Kettensäge einen Zombie mördern kann. War da Benzin drin? Ja. Da kommen nämlich drei hinter uns. Okay, wir waren zu schnell. Man ist halt relativ langsam mit der Kettensäge, aber der nächste Zombie wird gesägt. Weil das finde ich immer so, es ist ja so die Traumfantasie in jedem Zombie-Survival-Film. Du hast deine Kettensäge und mähst durch die Zombie-Armee. Das Problem ist halt, du musst sie nah an dich ranlassen dafür. Das stimmt. Und so eine Kettensäge ist halt auch nicht so leicht. Ja, da steht ja noch einer. Und wie gesagt, ich glaube auch immer noch, dass es unter Umständen nicht das... Ey, genau, kümmer du dich um den, ich mach den hier. Bleibst du hier? Oh, ich habe keinen Sprit mehr. Hilfe! Danke. So. Dann sind wir ja quasi jetzt auch wieder... Ist das schon der Flughafen? Nö, das ist schon der Flughafen. Mein Loot liegt hier vorne. Mehr schnell. Easy. Hier stehen auch noch so ein paar Kollegen rum. Ich komme. Ah, hier ist mein Loot. Finden. Alles nehmen. Ich kann... Hier gezogen. Ich kann. Lilly, jetzt nicht. Kurz mal snacken. So. Was ist da jetzt noch drin? Zwei Pfeile. Okay. Die nehme ich auch noch mit. Dann würde ich gerne das Katana wieder da haben. Gott sei Dank habe ich nicht unendlich viel Scheißdreck hier im Inventar. Nein. Ich habe sogar noch Katapultbomben einstecken. Ich habe jetzt mal genug Material, um 10 Flammenwerfer wahrscheinlich zu machen. Gut. Die Frage ist, ob das Icarus Wings so ein kleines Foreshadowing ist, dass wir abstürzen. Ist das echt schlecht für einen? Icarus? Nein, nicht das. Hier das eine Essen. Welches denn? Schinken. Ja. Der gibt Energie, aber kein Leben. Erhöhtes Cholesterin.
So. Also hier sind ein paar Zombies, die müssen wir jetzt noch säubern. Au. So, und jetzt keine Arme und tot. Oh, hier ist noch ein, so ein großer Grüner drin. Und ein Exploder ist hier auch. Der Exploder kommt zu dir, Achtung. Ich merk's gerade. Aber das ist ja kein Problem. Ja, deswegen kann man die wahrscheinlich auch nicht wegkiten, weil die das Ende sozusagen beschützen. Ich bin out of Munition, was MP angeht. Ja, ich habe noch 60 Schuss. Ja, aber ich habe einen Exploder hinter mir. Ja, ich kümmere mich um diesen gelben erstmal. Den habe ich ja abgenommen, jetzt hast du den anderen. Das war der Exploder. Der Grüne ist tot. Wenn du essen kannst, ess was. Den anderen habe ich auch. Hab was gegessen. Brauchst du noch was oder hast du Essen genug? Oh, ich habe noch alles gut, alles gut. Ich esse jetzt hier erstmal ein paar Pilze mit Früchten. So. Hier steht noch wer einsam in der Ecke rum. Jetzt nicht mehr. Da hinten sind auch noch welche, ein paar Mechaniker. Ich kann hier irgendwas nehmen. Ich könnte dir helfen, das Ding zu reparieren. Was kann ich denn hier nehmen? Ach, ein Pfeil. So. Ah, die Klappe, Zombie. Du auch. Ja. Alles an Pfeilen mitnehmen. Du? Ja. Also ich hab den Ort gefunden, wo ich upgraden kann. Das ist dieser schöne Holztisch hier. Uns fehlt eine Antenne. Die kann in der Forschungsanstalt gefunden werden. Für was? Um das Funkgerät zu bauen. Das heißt, in der allerersten Einrichtung, wo wir waren, haben wir die Antenne nicht mitgenommen. Oder wir haben sie oben in der anderen Kiste gelassen. Das kann auch sein. Aber dadurch würde ich sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall mal eine Pause und holen das zurück, weil ich habe keinen Bock in der Aufnahme jetzt haben, wir wird zurückrennen. Nein, ganz bestimmt nicht. Wir machen einen Cut, wir laufen zurück, holen das Teil, kommen wieder her und dann geht's weiter. So sieht's aus. Bis gleich. Bis gleich. Ja, da ist sie mal wieder. Ich habe die Antenne mal geholt und ich aktualisiere das jetzt mal. Wir erwarten jetzt, dass irgendwas Fieses passiert, was wir nicht machen können. Kommunikationsausrüstung wurde repariert. Zombie hinter dir. Er folgt ja auch noch. Ich mach mal eine Mitteilung in der Zwischenzeit, gell? Mach du mal eine Mitteilung. Also was hieß es im Sinne von, dass hier gleich überall Zombies reinstürmen und uns umbringen wollen? Das dauert lange. Es ist sogar realistisch, dass das passieren wird. Und du musst ja auch erstmal funken. Ja, aber ich... Es dauert verdammt lange. Ich hab da draußen aber was schreien gehört. Ja, Zombies kommen. Das war ein One-Hit. Ja. Ja, und ich muss von vorne anfangen. Es ist genau das, wie ich erwartet habe. Das wird fies. Hätte ich doch einen Flammenwerfer bauen sollen. Ja, aber der hätte wahrscheinlich mich selbst noch erwischt. Dann stell ich mich. Du hast gesehen, wann ich gestartet habe, oder? Ja. Ja, ich gebe dir dann Bescheid, wenn ich bei einem Viertel bin. Oh, jetzt hänge ich hier auch drin. Ich bin jetzt bei einem Viertel. Ja gut, aber unser Schwierigkeitsgrad ist normal. Da kommt jetzt keiner mehr, der dich dabei stört.
kann echt keine Leitern hochklettern. Sagst du, die sagen gleich, ja, kommen Sie bitte aufs Dach, dann retten wir Sie. Ja, aber wir können gar nicht aufs Dach kommen. Dann müssen wir uns selbst einen Weg bauen. Ich bin jetzt bei der Hälfte. Das ist mir ehrlich gesagt viel zu lange. Ja, vor allem warum, frage ich mich. Ich meine, klar, Morse-Alphabet ist nicht leicht und so. Und ja, aber also, weißt du, würden jetzt tatsächlich Zombies kommen, die dich davon abbringen. Und jedes Mal, wenn du gehittet wirst, musst du neu anfangen. Okay, dann würde ich sagen, okay, da hat man am Ende nochmal Action. Man muss hier das Ganze beschützen und verteidigen. Eine schöne Vor allem, wenn du alleine bist, ist das scheiße. Wenn du alleine bist, ist es unmöglich, aber ich meine, du kannst ja Fallen entsprechen. Du müsstest dann hier halt bauen. Okay, das könnte ich ja akzeptieren. Aber warum muss ich am Ende so eines Spieles eine 2-Minuten-Aufgabe machen? Ohne, dass die einen speziellen Grund hat. Also, weil hier kommt ja keiner. Also einfach nur, du stehst da 2 Minuten da, kannst nochmal drüber nachdenken, oh, was habe ich alles Schönes erlebt in diesem Spiel. Wie dumm war die Idee? Hab ich. Die Zombie nach draußen zu überbringen. Du machst dir wahrscheinlich Flucht erfolgreich. Wir werden in der Zukunft weitere Inhalte hinzufügen. Und diese werden wir dann sicherlich auch mitnehmen. Würde ich auch sagen. Aber bis dahin werden wir wahrscheinlich irgendwas anderes spielen. Wir wissen noch nicht so genau, was, während wir hier aufnehmen. Aber schaut rein. Ansonsten würde ich mal sagen, bleibt gesund. Haut rein. Und bye bye. Auf Wiedersehen. Thank you.